Leute, ich bin's, der Ekrem vom Clubsport. Hi. Neues Fahrzeug im Bestand. Und zwar habe ich wieder ein neues Auto reinbekommen, was ich euch gerne zeigen würde, und zwar einen E39. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat das Auto ein M-Paket. Ist eine brutale Form, die Front ist mega krass, die kommen richtig breit rüber. Beim E39 ist es natürlich nicht so, dass das M-Paket eine Verwandlung wie Tag und Nacht hervorhebt. Anders zu den anderen Modellen hat das Auto, der E39 allgemein, keine Seitenschweller bekommen, auch nicht beim M5, also keine Verbreiterung der Schweller. Eigentlich schade ein bisschen, aber egal, da gibt es nur halt die Stoßstange vorne, Stoßstange hinten. Ist bei vielen halt, oder fast bei allen, nicht so gewesen. Die haben alle noch einen Seitenschweller gehabt. In Silber finde ich den sehr, sehr stark, weil in Silber finde ich, dass das M-Paket sehr stark zur Geltung kommt durch diese ganzen Stoßleisten, die halt so ein bisschen unterbrochen werden. Hinten noch krasser. Wenn man hinten genau guckt, ist die Stoßleiste unterbrochen und da mehr in Wagen verlackiert ist, hat das ein viel sportlicheres Auftreten, das Auto. In Silber mit diesen Starling 66 Felgen müssen das sein. Ganz normales M-Paket, Abwerkfelge, die so, das Auto wurde so, wie der hier steht, ist vom Band gelaufen, wurde hergestellt. Das Auto hat drei Briefeintragungen, aber ist aus zweiter Hand. Das war eine Tageszulassung. Dann hat den halt einer gekauft, hat den gefahren bis 2009 und ab 2009 bis heute wurde er halt von dem zweiten Besitzer gefahren. Ist jetzt bei uns abgestellt worden, das Auto. Macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe den gefahren, Motorleistung ist da, die Technik ist in Ordnung, der zeigt mir keine Fehler an, das ist soweit alles in Ordnung. Das Interieur ist akzeptabel, das Leder ist okay, ist schon ein bisschen leicht halt, man sieht halt die Laufleistung, das ist auch normal. Also auch, der ist ja 20, über 20 Jahre alt. Das ist normal, das sieht man so ein bisschen, aber es ist nicht so, wo man wirklich sagt, es ist alles abgegriffen. Rosttechnisch, der ist nahezu rostfrei. Natürlich gibt es irgendwo einen Pickel, wo es vielleicht rostet, aber das Auto ist wirklich nahezu komplett rostfrei. Seitenteile, Abschlussblech hinten, Heckklappe, Kotflügel vorne, die Schweller, alle komplett samt rostfrei. Das Ding kann nur in der Garage gestanden haben. Optischer Mangel, der hat eine Delle auf dem Dach, eine Delle auf der Motorhaube, vereinzelt Steinschläge vorne. Einen gar nicht mal jetzt erwähnenswerten Kratzer an der Stoßstange vorne rechts und ein, zwei kleinere Kratzer. Das ist aber wirklich alles gebrauchsspurend, alles nicht so, was so krass ins Auge sticht. Und soweit alles sehr, sehr alles akzeptabel. Ansonsten, Checkheft habe ich da. Ja, ich kaufe ja eigentlich ungern fast gar keine Autos ohne Checkheft und meine Autos sind ja immer aus erster oder zweiter Hand. Leider Gottes ist das Checkheft nicht komplett gepflegt, leider nicht. Es ist leider so, dass die Kunden ihre Autos fahren. Natürlich hat das Auto mal einen Ölwechsel bekommen. Ist ja nicht so, wenn das jetzt 2010 aufgehört worden ist, zu stempeln, dass der seit 10 oder 12 Jahren mit dem gleichen Öl fährt. Das ist ja nicht so. Die Autos werden ja trotzdem gewartet. Nur, wenn man das jetzt nicht vorlegt, dann stempelt das keiner. Und wenn man jetzt nur zu einer Werkstatt fährt, ATU, freie Werkstatt, die fragen nicht nach dem Checkheft. Wenn man das nicht vorlegt, dann stempeln die das einfach nicht. Die geben eine Rechnung und tschüss. Da ist ein Anhänger drin, vorne im Motorraum und fertig. Deswegen, also da muss halt der Besitzer immer mitdenken, weil BMW hat es vielleicht immer wieder verlangt, aber viele freie Werkstätten, denen juckt das nicht. TÜV-mäßig, der hat neu, also was heißt neu, der ist relativ frisch getüft, der hat noch über anderthalb Jahre TÜV, vom Vorbesitzer noch, von daher TÜV frei. Und ja, zu dem Auto, Titan Silber M-Paket, sieht gut aus, das M-Lenkrad ist drin. Ein Schalter 520, habe ich jetzt voll vergessen zu erwähnen, ist ein 520er. Das ist der M52 Motor, die technische Überarbeitung mit Doppelvanus, mit 150 PS noch. Eigentlich die ersten E46 Motoren sind das, die wurden halt parallel in den E39 produziert und dann kam halt nach dem Motor der M54, wurde halt der 520er auf 2,2 Hubraum vergrößert worden ist und 170 PS bekommen hat. Das Interieur sieht wie gesagt sehr gut aus. Was typisch ist, ist leider Gottes diese ganzen Knöpfe beim E39. Die Klimabedienung, die Knöpfe, die fallen manchmal ab. Verstehe ich nicht warum. Der E36 hat die gleichen Knöpfe fast verbaut und bei dem fallen die nicht so sehr ab. Diese Halter für die Getränkehalter, die sind wirklich sehr lasch produziert worden damals. Die sind fast alle kaputt, bei vielen kaputt. Selten, dass die mal wirklich funktioniert. Und bei dem leider ist es halt auch so, dass der nicht Aschmecher, der Zigarettenanzünder, das ist auch leider defekt. Muss ich mir mal angucken, wie ich das mache. Vielleicht vom Schrottplatz die Teile besorgen. Ja, das wäre das Einzige. Bei Neubestellen macht das eh keinen Sinn. Und was leider auch der Fall ist, dass die Einstiegsleisten, alle, die sind aus Gummi, die werden nach einer Zeit hart und porös und die brechen ab und dieses
überall abgebrochen an jeder Tür. Also die fürs Auge sollte man neu machen, könnte man neu machen, damit das viel schöner aussieht. Das M im Leben glänzt, sieht mega aus, aber die Dichtung drumherum, wenn die kaputt ist, dann sieht nach nichts aus. Sportsitze drin. M-Paket Like halt. Die Sportsitze ist auch nicht so oft beim E39, halt nur beim M-Paket. Da sind ja die gleichen Sitze wie beim E38, beim 7er. Das ist ja auch ein kleiner 7er, weil der hat ja vieles gemeinsam mit dem E38, mit dem 7er. Deswegen bietet der E39 einen sehr, sehr krassen Fahrkomfort. Das ist echt mega. Ja, ansonsten, was könnte ich noch zum Auto sagen? Hinten hat er so einen kleinen Heckspoiler, wenn man den Spoiler nennen kann, so eine kleine Lippe hinten. Sieht gut aus, ist in Wagenfarbe lackiert. Finde ich auch gut beim Film, weil alles andere wäre too much. Also geht auch nicht. Und die, die das machen, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist das Maximum. Das ist auch okay. Das lasse ich auch. Und ja, sieht gut aus. Der ist achtfach bereift. Sommer-Winterreifen. Die Winterräder sind auf Stahl. Und die Sommerräder sind halt die werksmäßigen 17 Zöller. Ansonsten, was kann ich noch zum Auto sagen? Ja, von der Historie habe ich erzählt. Checkups habe ich auch erzählt. Von der Mängel her ist mir halt nichts mehr aufgefallen als das, was ich erwähnt habe. Ja, das war es eigentlich mit dem Auto. Also das ist das Fahrzeug, steht bei uns zum Verkauf. Und ja, ich finde den geil. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like das Video, teilt das Video, kommentiert das Video und wie gesagt, teilt das Video, damit die Leute wirklich wissen, dass wir da sind, was wir hier machen. Wir lieben diese alten BMWs und wir pflegen und hegen die und versuchen die immer halt zu schützen. In dem Sinne schützen halt, dass man diese Autos halt noch so ein bisschen besonders hervorhebt und den wertschätzt, weil die werden immer weniger. Und diese alten Sauger, Sechszylinder-Reihenmotoren, das ist schon krass und richtig geil. Und dass man die halt so ein bisschen wertschätzt, weil die sterben aus. Deswegen, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, bye bye.